Ich bin dein Zahnarzt. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Also wie gesagt, die Ü60-Geschichte sieht natürlich ein bisschen anders aus wie damals die Geschichte mit Star Wars. Aber ich habe mir als Filmautor viele Gedanken gemacht über Star Wars, welcher Film da noch fehlen könnte. Aber Schnitt, wir sind hier bei einer Dentalmission. Es geht um Zähne, es geht um eure Zähne. Und ich habe das große Glück, Dr. Det kennengelernt zu haben in seiner sogenannten medizinischen Mission. Ja, es geht um Zähne, es geht um Erhalt und es geht um Gesundheit. Dieser junge Mann ist von Sonnenklar TV. Sonnenklar TV war in der Praxis von Dr. Det, Detlef Schulz. So, er ist ein waschechter Zahnarzt, aber er hat sich gedacht, nicht nur jeden Tag Zähne machen, stumm, Maske auf, Zähne, Füllung. Er hat auch sehr witzige Videos gemacht und deswegen als Filmautor bin ich darauf gekommen. Ich hatte ihn jetzt zweimal zu Gast und ich freue mich sicherlich, wenn ich zum dritten Mal irgendwie Gast sein darf und wenn ich vielleicht eine sogenannte Zahnarztgeschichte auf den Weg bringen könnte. Ja? Also, Sonnenklar TV besucht Mediziner. Dieser Reporter hier ist selber ein Mediziner, der halt dann da vor Ort war. Ihr könnt auf seiner Seite es sehen, bei Dr. Det bei YouTube oder bei Facebook. Müsst aber halt seinen Namen eingeben. So, waschechter Doktor, wie ich ein waschechter Medienspezialist bin, jetzt 40 Jahre am Ball, analog digitale Wandlungen. Und auch vieles gemacht habe und halt nicht zeigen durfte. Und jetzt halt, ja, im letzten Abschnitt des Lebens möchte ich irgendwas machen. Ich habe mich heute sogar hingesetzt und einfach mal so aus Spaß mir überlegt, was wohl bei Star Wars fehlt. Zum Beispiel McBain, ja, oder 1333 oder Old Republic, aber irgendwie neuartige Geschichten. Man hofft natürlich, dass die Hollywood-Stars dort irgendwas auf den Weg bringen, 22, 24, 26. Aber wir als Deutsche, die halt Krieg der Sterne hatten und wir haben ja auch deutsche Schauspieler und wenn man, sage ich mal, ich kam jetzt durch diesen Skorpion-Film darauf, wenn man jetzt, sagen wir mal, Michaela Schäfer als Cis irgendwie einarbeitet, die halt dem Imperator zugänglich und wenn man den Imperator und Darth Vader nehmen würde, und das passt ja auch, wie Dr. Det das gemacht hat, ich bin dein Zahnarzt, ja? Ich bin dein Zahnarzt. Ich finde das so super, deswegen habe ich es einfach nochmal eingeblendet. Ja, wie gesagt, auch die Geschichte hier, Bond, ne? Ich bin Bond. I make to fill. Also ich finde das super, diese Idee. Grüße, hallo, ich glaube. That Bond, License to... So, jeder soll wissen, dass das Björn Kasper ist. Das ist Björn Kasper von Sonnenklar TV. Und das ist Dr. Det, Detlef Schulz, in der Stadt Essen. Die waren live in der Praxis, haben sich auch alles live angesehen. Und ja, es gibt da halt eine Mission. Eine Dentalmission. Erstens die Angst nehmen, zweitens über sich selbst mal zu philosophieren, in sich selbst hineinzugehen und zu sagen, Zähne, ich lasse mir meine Zähne mal machen oder die Bakterien, ja, oder so. Also wie gesagt, geht mal auf die Seite Detlef Schulz oder Dr. Det bei YouTube oder bei Facebook. Ist natürlich jetzt sekundär, nicht primär. Natürlich ist die Praxis primär, ist klar, in der Praxis ist primär. Es geht jetzt aber nicht darum, dass ihr jetzt alle zu diesem einen Arzt geht. Nein, nein, das geht nicht. Also das möchte er auch gar nicht. Er möchte euch halt durch diese Mentalmission online halt dazu bewegen, mal zu sich selbst zu finden, zu seinem eigenen Körper zu finden und zu seinen eigenen Zähnen zu finden und zu sagen, stopp mal, meine Zähne sind mir doch ein bisschen wichtig und ich brauche an sich keine Ahnung haben, also ich brauche keine Angst haben, Ahnung schon, die Ahnung kommt durch Lesen. Lesen bildet, wissen wir ja, und wenn man seine Bücher liest oder die halt E-Books mal drüber nachsinnen,
in sich zu gehen oder einfach nur auf die Webseite zu gehen. Dr. Det eingeben oder Detlef Schulz und bei Google und dann seid ihr auf der Seite. Dann könnt ihr auch die Interviews euch anschauen und ihr könnt halt euch mal, wie gesagt, solltet ihr Essener sein und auch in dem Stadtbezirk sein. Natürlich können wir dann hier aus natürlich die Empfehlung rausgeben, könnt ihr dorthin, ist klar. Wie gesagt, Erfahrung weit über 27 Jahre nonstop vor Ort ist schon eine lange Zeit an Erfahrung für die Zähne. So, und wenn man dann sieht, wie mit den Zähnen umgegangen wird, wie schön die werden und dass man auch weniger Probleme hat durch das, was man da für sich selbst machen kann, Bakterien, ZB, Mundspülungen und wenn man dann auch sieht, wie das so funktioniert, wie Zähne gemacht werden, ja, also dass es ordentlich aussieht, macht Spaß. Halt mal auf sein eigenes Ich zu gehen. Ich und meine Zähne, ich und meine Gesundheit. So, das ist so mal mein Videoclip dafür. Ich möchte mich auf dem Weg bedanken, dass er hier Gast war, dass wir darüber philosophieren konnten. Wir haben philosophiert, wie gesagt, ich fand es auch super stark, dass, wie gesagt, der Björn Kasper von Sonnenklar TV dahin. Ich mache jetzt halt auch ein bisschen Werbung für Sonnenklar TV. Mich besucht jetzt keiner, weil ich jetzt den Medien gehöre. Ich bin also kein Dentist oder irgendwie ein Arzt oder so. Nö, ich gehöre halt auch zu den Medien. Als Medienautor hatte ich mir natürlich einiges ausgedacht. Was könnte man, wie könnte man? Natürlich wäre ein Praxisfilm in der heutigen Zeit auch sehenswert, wenn wir ihn produzieren könnten. Ich hätte da auch an einige Schauspieler gedacht, die dann diesbezüglich, aber so viel Geld habe ich jetzt im Moment nicht über, um daraus eine wahnsinn super Serie zu machen von irgendeinem Dentisten, der wo Geschichten irgendwie stattfinden über Gesundheit oder andere Sachen. Man könnte ja alles Mögliche daraus machen. Ich hatte an sich also auch schon gedacht, das Alte wieder auferleben zu lassen, und zwar die drei Damen vom Grill. Ja? Die drei Damen vom Grill. Ich meine, wenn Michaela Schäfer dabei wäre, Melanie sowieso und sowieso. Also die Damen, die ich da sehr gut kenne, wenn man die vor laufender Kamera und dann unter der Rubrik drei Damen vom Grill, wie in den wilden 50, 60er Jahren das mal war, aufgreift in der heutigen Zeit, darum Geschichten baut, wäre also auch nicht schlecht gewesen. Schauen wir mal. Also wie gesagt, bedanke mich auf diesem Wege, dass Dr. Det da war und dass wir ein bisschen philosophiert haben. Wir sind ja nicht aus der Welt. Nur jetzt ist das Sommerloch und im Sommerloch werden wir nichts machen. Juni, Juli, August wird wohl erstmal nichts stattfinden. Auch keine Aufzeichnung und auch keine mental, also nichts. Also es wird nichts, gar nichts, total nichts passieren. So. Und deswegen hänge ich jetzt auch schon ein, denn ich mache mir jetzt eine kleine Pause für mich. Und wie gesagt, willkommen bei Ü60, die neue Serie. Hat schon was damit zu tun. Wir wollen also auch Ü60 animieren, ja, mal über ihre Gesundheit nachzudenken. Ich hatte auch gerade wieder meinen Stammgast hier, der hatte unheimliche Schmerzen mal wieder in seinen Knien. Da habe ich auch gesagt, weißt du was, hier nebenan haben wir auch einen Doktor, geh mal hin. Ne? Ja, ich kann leider da nicht helfen, wenn da irgendwo eine Krankheit ausbricht. Ich kann euch leider nur visuell sagen, habt keine Angst, geht hin, geht zu eurem Arzt des Vertrauens und ja, dann wird euch geholfen. So soll es sein und so hoffe ich auch. Ne? Also denkt dran, macht's gut, viel Spaß. Wir haben jetzt erstmal eine Sommerzeit, da passiert nicht viel. Wenn was passiert, werde ich mir sicherlich was ausdenken, dann werde ich wohl einschalten als Ü60 für euch. Ich bin dein Zahnarzt.